Willkommen zurück zu einer neuen, hochfortschrittlichen Folge ARK mit einem Mann, der den Fortschritt umarmt und begrüßt. Sein Name ist Quantum. Fortschritt? Hallo? Hallo, oder? Du bist doch ein Mann des Fortschritts, oder? Würdest du schon sagen? Ja, ne. Bist du auch so jemand, der sagt, Wissenschaft ist geil? Wissenschaft ist das Geilste überhaupt. Findest du, der Mars ist sowas, wo du sagen könntest, hier kann ich nochmal neu anfangen, hier habe ich eine weiße Weste, meine Sünden von der Erde sind vergeben. Unser Buch wieder. Ich weiß nicht, wegen dem Dino-Tod, das muss irgendwie angepasst sein. Ich habe mir natürlich schon was vorbereitet, weil sonst wird es wieder geschimpft. Wie untätiger Quantum oder was sagen die Leute? Was? Wieso ich untätig? Ja, ich bin doch immer total der Fleißige. Mich nennen sie immer das Bienchen. Ich weiß auch nicht warum. Das Bienchen? Ja, ich hätte auch gern lieber irgendwie sowas wie Mad Dog oder so, aber ich bin halt das Bienchen. Hey, da kann man gar nicht so schön durchschauen. Ich dachte, das wäre für die Aussicht hier schick. So, die Wände sind. Wird's hier warm? Perfekto! Wird's hier nicht. Ja, ja, genau. Dann wird's doch warm, oder hier drin? Naja, ich glaube, hier unten ist jetzt nicht so viel. Aber ich glaube, wir brauchen eine Klimaanlage, wenn du hier wirklich alles. Wenn du hier so eine große. Gab's nicht noch richtige Fenster, wo man öffnen konnte? Öffnen? Ja, das ist jetzt nur die Wand. Fenster gibt's genau. Auch. Habe ich jetzt aber keine gemacht. Du kannst ja auch mal. Wie viele hast du denn von denen? Warte mal. Dann kannst du ja so richtig Fenster öffnen, weißt du? Ah, ein Haus am See. Naja, ist eher ein Tümpel. Jawohl, der Traum wird wahr. Davon träumst du? Ja. Jede Nacht? Denkst du so, ach, wäre das jetzt geil, wenn ich irgendwo mein Häuschen hätte, an einem wunderschönen See, der laue... Fenster, ich weiß. Der ja, das wäre schön. Zieht so an dir vorbei. Jetzt hör auf, ich muss gleich wieder weinen. Wenn es dann regnet, hörst du es prasseln auf dem Wasser draußen. Das würde dir gefallen? Das wäre was, wo du willst? Ich muss weinen. Widerlicher Typ. Bah! In Deutschland, ach, so da leben wir im Grauen. Verstehst du? Ein Leben im Grauen. Kein Einrastpunkt beim Fenster. What? Wie? Was hast du denn gebaut? Du musst... Das ist ein Gewächshausfenster? Ich dachte, das ist das Gleiche. Nee, das ist was anderes. Ich dachte, es gibt so Fenster, die könnte man aufmachen. Wir wollen doch heute so ein komisches Fieder fangen, hast du gemeint. Oder nicht? Ich mach einfach jetzt hier die Fenster mit. Ich kann keinen Stein mehr sehen, du. Gut, dann... Stein ist einfach schon... Ist alles zumachen. Voll monotone Scheiße. Ja, es ist deutsch. Das ist deutsch hier. Was? Ja. Grau und Backstein. Das ist deutsch. Wir leben hier in einem soliden, von Deutschen erbauten Haus. Ein Haus fürs Leben. Wir hoffen halt mal, dass er kein Dino von der Seite hat. Können wir ein Glasdach haben? Das wäre total cool. Oder? Was meinst du? Ein Glasdach? Ja, wenn wir so viele Materialien haben, können wir das machen. Das wir haben aber kein Kristall mehr. Okay, wir haben hier noch, glaube ich, Kristall. Nee, nicht viel. 21. Ja, müssen wir Kristallfarmen gehen. Oder wir jagen uns halt so ein komisches Vieh, weil ich glaube, der kotet Kristall. Ey, wir brauchen... Nee, warte. Betten. Das Wichtigste. Wir machen vorher noch Betten. Und, weißt du was? Wir bräuchten da hinten auch noch ein Dino-Gate. Weißt du, dann hätten wir zwei so. Doppeldurchgang. Ja, hier der eine ist eigentlich unnötig, weil dann müsste er sehr nach hinten gehen. Ja. Ja, das ist, haben die Architekten auch nicht gut gedacht. Na, müssen wir da hinten auch noch eins hinsetzen. Ja, ist halt jetzt so. Am Ende da sieht es schon gut aus. Kannst du jetzt gar nichts machen. Kannst ja rausfliegen. Ja, machst du jetzt Betten? Was war das? Ja, ich schau gerade, was war das Stockbett? Das war eine Werkbank, gell? Das geht im Fabricator, glaube ich. Das Fabricator ist so fortschrittlich. Ja, ja. Okay, ja gut, wir haben keine Metallbahn, Pelz, Poli. Haben wir gar kein Metall? Hier ist doch Metall ohne Ende. Er tut Wahnsinn. So, wir haben nichts. Ja, alles drin. Ja, Poli, 80 Poli? Ja, Poli haben wir nicht. Mitgenommen jetzt. Dafür warst du verantwortlich fürs Poli. Was denn? Du bist der Polymann, haben wir gesagt. Hier wieder 5 Stunden alles schleppen. Gibst du? Dann mach ja normale Betten, kein Stockbett. Stockbett sieht besser aus. Ja, ne? Jetzt haben wir so Dreckbetten. Ja, besser. Ja, man muss sagen, jetzt. Dann mach halt jetzt Dreckbett. Ich mach ein Dreckbett. Wo stellst du das jetzt hin? Achso, hier Obsidian. Achso, hier ist Obsidian. Ist doch gut. Ich ja, dachte, du stellst es jetzt irgendwo so draußen isoliert. Ja, draußen werde ich es hinstellen. Das Bett der Schande. What? Ja, keine Ahnung. Obsidian ist doch geil. Brauchen wir doch, oder nicht? Ja, für irgendwas sicher. Oh, Leder. Ja, Leder haben wir doch. Leder habe ich auf jeden Fall.
Hier ist auch noch. Hier wächst auch Metall. Oh, ein Biber. Und ist aber putzig. Die aggressiven hier. Nee, nee, die ja, lassen ja, mich in Ruhe. Ja, aber wir haben doch Leder im Fabricator. Du brauchst. Hier. Achso. Da ist doch was drin. Ah ja, da ist was drin. Außerdem, wenn wir hier so einen Biberdamm dann drehen die alle durch und zerschlagen die das ganze Glas. Ja, das deswegen, don't touch the Biber. Wo schlafen wir denn? Naja, an der frischen Luft, also. Ja, hier gibt es ja keinen Platz, ich muss es ja hier ins Eck kriegen. Irgendwie ins Eck, es kommt dir eh dann irgendwann ein Stockbett hin. Oder in die, oder irgendwann eine. Oh, guck mal, hier ist wieder Eulenkotze. Die brauchen wir nämlich, ne? Haben wir herausgefunden, ja. Lange Forschung haben ergeben, Eulenkotze ist wichtig. Habt ihr gleich gesagt, die Eulenkotze ist für irgendwas gut. So viele? Ja, du bei uns! Die ganze Zeit ist eine richtige Liegewiese. Ja, ist doch voll geil. Dann können wir richtig schön tollen. Hast du so ein riesiges XXL King-Size-Bett? Nee. Eine Matratze? Nee, ich hab mittlerweile ein richtiges Bett. Was? Ja. Wann hast du das geholt? Nein, für die Ladies oder wie? Nee, du. Nee. Hast du es liefern lassen oder bist du richtig raus so und hast du angeguckt und. Oder hast du gesagt, ja, irgendwas aus dem Internet? Nee, ich habe mir schon was angeguckt, aber natürlich habe ich es mir liefern lassen. Ah ja, so ein richtiges schickes Bett hast du mittlerweile. Nee, ich habe ein Boxspring-Bett, habe ich. Alter, und ich schlafe auf alten Zeitungen, also. Das ist so. Du Lügner! Ja, können wir jetzt das wieder hinten holen? Das habe ich mir, glaube ich, letztes Jahr geholt. Krass. Ja. Und seitdem, crazy. Geht's deinem Rücken besser, oder? Nee. Ein bisschen besser. Also waren die Zeitungen doch schon, bequemer. Oder? Aber auch eine neue Matratze dann, ne? Ein Box. Ja, ja, das hat ist ja, das dann ist ja so eine Matratze. Eigenes ja. Ding, ja. Ja. Ja, und jetzt. Aber vorher hatte ich lange nichts, ja. Ich habe lange gespart drauf. Traurig. Ja, das ist so traurig. Was soll ich machen? So ist mein Leben. Was haben deine Verflossenen dazu gesagt? Haben die nicht gesagt, ey. Ich hab Kontakt mit Verflossenen, die können wir machen. Nee, aber ich meine danach so. Nee, also davor meine ich. Als du noch in deiner Crackhöhle halt gewohnt hast. Ja, die haben halt. Schockiert geguckt oder wie? Und haben nee, gedacht. Die sind halt aufgestanden und dann haben sie mich mit Reichen betrogen. Ja, stimmt. Oder sie aus Mitleid wieder zurück. Ja, gut, die eine Nacht schaffe ich noch. Hat mal eine gesagt, ja komm, wo wohnst du wirklich? Jetzt ist gut. So lebt doch niemand. Was kannst du mir alles bieten? Schau dich um, Baby. Leg dich auch nicht auf den Zeitungsteil, den habe ich noch nicht gelesen. Ja. Ja, das ist eine wahre Geschichte. Der ist von 1972, warum ist das so eine alte Zeit? Ja, das sind wahre Geschichten, weißt du, wir lachen darüber, aber eigentlich ist es sehr traurig. Ganze du hast damit angefangen, ich bin noch mit dem Flow mitgegangen, okay? So, ich wette, jetzt gibt es ganz viele Spenden im nächsten Stream. Link in der Beschreibung. Gespendet mal. Der arme Mann. Aber Heizung hast du schon, oder? Benutze ich aber nicht. Weil es so warm ist. Oder reicht's Geld nicht? Ich spar. Ja, man kann sich auch dick anziehen, ne? Das stimmt nicht. Ja, mache ich auch. Können wir jetzt da dieses komische Vieh da holen? Ja. Ich glaube, das will nicht mehr zu uns. Also, ich glaube nicht, dass das Lust hat. Das ist ein anderer Standard geworden, ja. Es hat ja auch Diamanten auf dem Rücken. Das ist richtig bling bling. Wo ist denn das jetzt überhaupt? Ja, hier hinten irgendwo. Ich habe Tränen in den Augen. Oh. So, hier ist es, ne? Ja. Und jetzt glaube ich. Einfach hier ein bisschen Kacke hinwerfen. Was zum Henker? Frisst das? Ja. Ich hoffe, das reicht. Ich habe nicht so viel Code. Moment, ich habe voll die laute Musik, was? Ja, irgendwas greift an. Irgendwas. Oh, Insekten. Ich habe die Musik aufgedreht. Drüben sind wieder ganz viele von diesen Krabblern. Achso, ich habe nicht diese. Ich habe nicht. Mal tot! Ding drinnen. Mach mal die Tüte hier tot.
Das heißt, wie heißt ja, Eulengewürg. Oder ja. Sowas. Eulengewürg. Ja. Ja, er ist schon be- Ja, das war's. Das war's. Okay. Nennen wir ihn Gachi. Mhm. Moment, Option, Name. Gachi. Ja, bitte. Ja, gibt's da einen Sattel oder so? Ich hab noch ein bisschen Gewürk hier. Es heißt so. Ja. Owl, Snow Owl, Gewürge. Ja, das muss man denn das ist dem reingesteckt, ne? Ja, das stecke ich dem. Ne, ich leg's ihm vor die Füße. Jetzt hab also ich hier so. Ein, hat der das einfach so ja, gefressen oder ja, war er schon gezähmt, oder was? Hier liegt auch jetzt so ein Klumpen, jetzt muss der einfach mal dahin. Aber der will nicht, der ist irgendwie ganz verstört. Der will ja, das nicht. Naja, nach dem Gewürge essen. Ey, hier sind überall so kleine Rattenviecher. Komm her, komm mit. Komm nach Hause. Der leuchtet ja richtig. Ja, warte mal, ich will noch einen zweiten holen, oder? Ich meine, du weißt ja nie. Ja. Mal zu Hause abstellen. Schauen, was das immer guck mal hier, kann. Lecker, lecker Gewürg. Nee, der will nicht, der fühlt sich zu fein für mein Gewürg. Der will haben, dass ich ihm in den Mund speie, das kriege ich aber nicht hast hin. Hast du nach der Folge noch Lust auf Sex dann? Ja, klar, es geht ja, immer noch. Ja, das mit dem dir, Gewürg immer, gell? Ja, das wiederholst du dauernd. Denkst du dann an arg, wenn... Nee. Aber würgen mag doch jeder. Also ist doch jetzt was echt jetzt mal im Ernst. Schon wieder. Ja, du also, fängst doch immer da an. Na, du, ja, weil das jetzt ist ein Fetisch. Ist. Ja, ich gebe zu, ich finde es nice, wenn Frauen würgen. Das ist ekelhaft. Findest du? Nee, aber... Ja, ich bin halt... Hallo an alle Frauen, die jetzt gerade zugucken. Ein paar kennen mich ja. Ich weiß, dass eine ganz besondere Person jetzt gerade zuguckt und ihr weiß, dass euch das mag. Also nicht, wenn ihr jetzt da keine Luft kriegt, aber so ein bisschen halt so. Also ich rede nicht von dem Penis Moment, im Mund. Ich glaube, wir reden auch von unterschiedlichen. Du redest ich mein, jetzt von ich nehme meine Hand und würge sie, ja. Also, okay. Finde ich jetzt nicht verwerflich, also gibt schlimmere Sachen, oder? Ja, als hättest nee, du noch nie eine Frau gewürgt. Ja. Das klingt jetzt komisch, aber doch, ja. Ja, also. Meine, ja, aber. Warum werde ich jetzt hier so verurteilt? Weil hier Kinder zu sind und die haben vielleicht absolut keine Ahnung, was hier reden und das könnte sie verstören. Wie heißt denn der Sattel? Der ist noch Gacha, die Viecher, ne? Oh, ich hab. Moment. Ich hab den total falsch genannt vor lauter. Der ist voll die Augenbrauen. Ja. Der ist voll süß. Gachi. Heißt der nicht Gacha, die Viecher? Aber der hat ganz schön gute Gesundheit eigentlich. Ja, der gelevelt zu einem Nahkampfschaden 425%. Handwerkliches Geschick kannst du dem leveln. Der kann bauen? Oh. Architekt oder was? Aber ich weiß nicht, wie der Sattel geht. Oder schreibt man die GT? Nee, GA. Ah, hier. Ach doch, Gacha. Ich dachte, die heißen Gat mit D. T meine ich. Jetzt habe ich einen Noppen. Ah, okay, der ist ein Gacha. Gacha. Ja, ich weiß nicht, was du hier... Du bist die ganze Zeit bei was anderem, ne? Mhm. Ja. Ich bin halt ein Mann mit Bedürfnissen. Nun... Du meinst Kuscheln nee, und so? Kiten brauchen wir. Ich habe keinen Kiten. Wieso komme ich denn hier nicht rein durch die Tür? Ja, ich stehe auf ist hier Kuscheln. Wieder so. Ja... Wer mag kuscheln nicht? Da muss der Psychopath sein eigentlich. Ich mag kuscheln, ja. Ich bin kein Psychopath. Also, weil jetzt viele vielleicht denken, der? Gott, was macht der denn wieder für perverse Dinge? Nee, ich mag auch normale Sachen. Also, so schlimm bin ich nicht. Wie ich hier dargestellt werde. Ja gut, aber jeder mag das, oder? Ich meine, das ist ja jetzt nicht auch außergewöhnlich. Also, kuscheln, ja. Ja, klar. Das ist ja was ganz... Also... Ich glaube, das ist angeboren. Da musst du ja echt einen Schaden haben eigentlich. Also, ja, nee, ich meine das nicht unbedingt negativ, weil es kann auch natürlich krankheitsbedingt vielleicht sein. Ja, ich wette, es gibt auch viele Menschen, die mögen kein Kuscheln. Ja, aber das ist, ja, aber das ist evolutionsbedingt, glaube ich, nicht richtig, oder? Ich muss Kiten farmen jetzt. Also, wo sind die ganzen Insekten? Was für den Sattel? Ja, ja. Wie kuschelst du denn am liebsten eigentlich?
Boah, im Bett, also. Ja. Ich mag eigentlich diese klassische Löffelchenstellung. So, Aber das ist blöd beim Fernsehen dann, oder? Ja, das stimmt. Das ist ziemlich Ja, das unpraktisch. Problem ist, wenn die Frau sich so halb über dich drüber legt, das geht halt irgendwie auf die Auf Schultern die Schulter alles. dann mit der Zeit, ja. Wie machst du das? Aber Dann sagst du Frauen dann, mögen das total geh gerne. weg. Ja, geh weg. Ja. Ja, wie sagst du, hey du, es tut voll weh. Ja, Was ich sag meinst du einfach, damit, dass ich fett bin und jetzt hier? naja, so sind ja die Frauen jetzt auch nicht drauf. Also nicht die, die gewürgt werden wollen, die sind ja nicht so drauf. Du sagst einfach, yo, es tut weh. Ich bin halt Romantiker, was es angeht. Es gibt ja Männer, die erdulden das ja ewig lang. Na, also ich habe schon von Frauen gehört, ja, mein Ex-Freund, der hat das 4 Stunden. Und ich so, ja. Ja, aber wie kann man 4 Stunden in derselben Position liegen? Das ist auch etwas, was ich nicht kann. Keine Wenn du in Ahnung. derselben Position auf und nur legst, ohne dich zu bewegen, dann bist du irre. Auch. Warte. Lebt die noch? Flieht? Level Drauf. 200. 200-300. Oh. Die geben nicht so viel. Nee. 17. Und dem. Moment. Und was ist dein Lieblingskosenamen? Verwendest du Kosenamen? Ich sag ja schon. Ja? Was sagst du denn? Nee, ich bin so ein Macho-Typ, so mit süße Baby und sowas. Süße? Echt süße finde ich nicht gut. Nee, nervt auch viele Frauen. Aber ich sag immer, ich mach sowas gerne, weil sie halt nervt. Oder Babe, Ja Baby. gut, Baby sage ich auch immer. Eigentlich Baby. Ab und zu mal Baby. Hey Darling, wenn ich ein Baby. bisschen, Hey Baby. wenn ich ein bisschen, keine Ahnung, gehobene Klasse vermitteln will, sage ich Darling oder Honey. Wenn ich irgendwas haben möchte, sage ich Honey oder so. Aber das ist Honey, schon echt? so lange her. Ich habe das immer nur Frauen sagen hören. Honey. Nee, ich sag das auch ab und zu. Ich mag so ein bisschen damit zu spielen. Wenn ich sie nerven will, sage ich sowas wie Schnullerbäckchen oder so. Das nervt Frauen unglaublich. Das ist ganz toll. Schnullerbäckchen, okay, Je dümmer, umso das ist besser. jetzt, ja, das ist ja einfach nur dumm Ja. dann, ja, Ja, okay. aber das nervt die halt so richtig schön. Und es macht ja auch Spaß, Frauen zu nerven. Ich bin irgendwie in eine Höhle reingeflogen, wenn wir schon mal beim Thema Frauen sind. Was? Cooldown Remaining? Ach, das ist eine Dungeon hier drüben. Okay, wir wohnen direkt neben einem Dungeon. Ist schon mal gut. Nur Kristalle. Kannst du mitnehmen? Wir brauchen auch Kristalle. Oh shit. Mein Game steht. Echt? Und jetzt geht's weiter. Okay, da war Ja. irgendeine Pause. Hier sind ganz viele Raptoren Ja, also ich plötzlich. glaube, das Jetzt klappt Gängigste die ist Baby Scheiße. und Babe. Ja. Nee, das sage ich auch am liebsten. Nein. Süße sage ich nur, wenn ich. Nee, das kann ich nicht mal aussprechen. Das finde ich so. Das. Es ist so ein bisschen herablassend, finde ich, Süße. Oder Kleine. Weißt du, das ist so richtig herablassend. Kleine. Ah, Kleines, komm schon. Geh mir jetzt nicht auf die Nerven. Das ist so Ja, das richtig. ist richtig. Ja, schon. Ja, und das macht Aber aber ich auch glaube, das Spaß. mögen aber viele. Ja, interessanterweise ja. Schon. Also, ich glaube, auch als Mann musst du ein bisschen Macho sein. Gehört dazu. Weil sonst frisst dich eine Frau Ja, aber auf. kein Arschloch halt, ne? Nee, ein richtiges Arschloch jetzt nicht. Also, aber schon ein bisschen Arschloch. Ein kleines bisschen musst du auch ein Arschloch sein. Darfst es nur nicht übertreiben. Aber so ein ganz kleines bisschen muss es sein, weil sonst fressen dich Frauen auf. Wenn du zu nett bist, fressen die dich. Jetzt gucken hier Über die ganz viele negativen Erfahrungen. 14-jährige Boys zu und nehmen sich das als Beispiel und gehen hin und sagen: Hey, Mama, Baby, Süße, ne? Mama, Baby? Hey, zu ihrer Mutter, weißt du? Hey, Baby! hey, Baby! Pack das mal in meinen Schulranzen, Baby. Und mach mir noch eine Monteschnitte rein, weißt Hey, Baby, wo ist mein Nutellbrot? Der Jugend wieder versaut. Ich hab in so einen Biberdamm da mal reingeguckt, da war ganz viel Zement drin. Das drehen sie alle durch. Also wenn deine Glaswände kaputt sind, ich war's. Oh, hier höre ich was. Ach, das. Aha. Na, ich finde keine Insekten oder irgendwas, was Kiten hat. Nix. Hier sind ganz, ne, Insekten, das. Ich will Derer. auch den Gotchi reiten. Ja, vorhin waren hier 100, als wir den zähmen wollten, und dann plötzlich war es wieder vorbei. Hier ist echt Biber City, du.
Ja, hier leben die Bibas. Bibats. Also hier bloß nicht reizen, weil dann ist Sodom und Gomorra, du. Na, ich habe eben gerade, wie gesagt, kurz reingeguckt, was sie so haben. Bisschen Zement mitgenommen. Hm, gibt's doch nicht, dass hier keine Tiere sind. Viele Stellen hier sind, holy shit. Ja, hier gibt's wirklich alles voll mit Biber. Ja, das ist Imperium der Biber. Hey, Zement geht uns also nicht aus, auf jeden Fall. Hier sind überall diese Dinger. Hinten haben wir auch Kristall bei uns. Ja. Aber keine Viecher, wo wir das jetzt Kalken herkriegen. Ja. Nix, auch keine Ameisen, hier oben ist auch nichts. Wie gesagt, ein Dungeon ist hier ganz in der Nähe. Ein großer sogar. Ich flieg gerade mal rüber zu dem Kristall, aber da hier ist kaum Leben. Gibt's dafür einen Grund? Die Titanen haben alle gegessen. Die sind alle ausgewandert bei den anderen Regionen. Deswegen. Die Schneeparty. Der Götterschnee lockt. Hier ist so ruhig, das ist so ungewohnt hier. Es ist unheimlich ruhig, ja. Ja, dann. Ich sehe viele Gachis hier und. Gachis geben aber keinen Kalten, oder? Was macht man jetzt mit denen? Achso, der kann ja irgendwas bauen, ich habe keinen Sattel. Bauen, ja, ja. Ja, er ist ein Handwerker. Ne, hier gibt es keinen Kalten, hier ist. Was ist hier drüben los? Hier ist Gachi, der kämpft mit Raptoren. Ne, hier gibt's tonnenweise. Ah, hier, Libellen, ganz viele Libellen bei mir. Ich hab Glück. Bin ich hier bei dem Baum, der macht Geräusch? Wow, mich greifen irgendwelche Megano irgendwas an. Uiuiui. Uiui, ich werd hier gerade zerrissen. Ja, ich bin tot. Kann ich nicht. What the fuck? Ein Raptor. Raptoren haben mich runtergezogen und geschändet. Wow. Na toll, jetzt habe ich keinen Vogel. Wie komme ich da jetzt hin? Musst du hinfliegen. Ich will nicht haben, dass der Vogel verreckt. Ich weiß nicht, der glaube ich war sogar auf Passiv. Ich habe keine Ahnung, wo du hingeflogen bist, also. Ah, jetzt bin ich noch im Falschen gelandet. Ich habe nicht die geringste Idee, wo du hingeflogen bist. Zu den Kristallen sagst du, aber da. Naja, ich bin rüber geflogen. So hell ist. Da, wo es heller ist, ja. Riesenkristalle, die da von der Decke. Beim Obelisken. Da ist ein Obelisk. Irgendwie im Stein drin. Siehst du das? Mhm, ich glaube, ja. So blau, ja, ich bin da hoch. Ich bin da irgendwo hoch. Da muss meine Eule irgendwo sein. Weil ich komme da jetzt eh nicht hin. Ich bin RIP. Oh nein, das in meiner Leiche ist das ganze Kiten. Na gut, die Folge ist vorbei. Quantum rettet die Eule. Ja, wenn ich sie finden würde. In der nächsten Folge reiten wir dann das Vieh. DC. Gut, Baby. Dann. Babe, lass ein Like da. Baby, lass ein Like da. Du weißt, was wir wollen, ne? Dann kuscheln wir. Ich kann auch anders. Ich kann auch sensibel sein. Ich bin sehr sensibel. Findest du? Ja, schon. Das habe ich mir beinahe gedacht. Denkst du, ich bin sensibel? Ja, klar. Echt? Denkst du? Ja, denke ich schon. Ich denke, du bist sehr sensibel. Das ist halt alles so eine Ding, um davon abzulenken, weißt du? Ah, das denkst du, das ist so mein Panzer. Ja, ja, klar. So ein bisschen auf Macho machen, aber in Wirklichkeit breche ich sofort ein bei jedem Problem. Okay, wir sind also zwei Sensibelchen, die nach Liebe suchen. Gut, lassen wir das Ganze so stehen. Liebe funktioniert über Likes. So werden YouTuber nämlich geliebt und gespeist. Bis zum nächsten Mal und tschüss!